Herzlich willkommen bei Media and More. Mein Name ist Jan Rodziewicz. Willkommen bei unseren Gesprächen. Ja, genau. Wie soll man Leute mit Behinderungen in Medien darstellen? Ich meine, so genau weiß ich es auch nicht. Heute zu Gast. Sobald man Leute in einer Schublade steckt, ist man eigentlich auch selber in einer Schublade drin. Musikerin und Sängerin Birgit Denk. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Wir kommen jetzt zum dritten Gast. Sie ist eine Sängerin und ich freue mich, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Birgit Denk. Applaus. Schön, dass ich da sein darf. Dankeschön. Das freut mich auch. Ja, dann freuen wir uns mal beide. Ja. Jetzt kommen Fragen. Okay. Und du musst antworten. Schauen wir mal, was das für Fragen sind, ob ich darauf antworten möchte oder nicht. Ja. Ja. Genau. Einfach den Zettel nehmen, Marcel. Oder losklappern. Das können Sie jetzt gut. Die erste Frage stelle ich dir, wie lange machen Sie Musik? Ich mache eigentlich, seit ich auf der Welt bin, Musik, damit mein Geld verdienen oder versuche mein Geld damit zu verdienen, mache ich jetzt seit mittlerweile so 20 Jahren, würde ich mal grob geschätzt sagen, und seit 2006 mache ich nur mehr Musik und mache das professionell mit der Berufsbezeichnung Musikerin. Aha. Mhm. Und was machen Sie für Musikrichtung? Also ich singe, das ist einmal das Wichtigste, wer mich nicht kennt, könnte ja glauben, ich bin eine Gitarristin oder was. Also ich singe und ich habe seit 2001 eine Band, die so heißt wie ich, nämlich Denk. Und da machen wir Dialektmusik. Man kann es schlecht musikalisch einordnen, was das genau ist für eine Musikrichtung, aber eigentlich ist es hauptsächlich Dialektmusik quer über alle Musikgenres. Wiener Dialekt oder was? Wiener Dialekt, den rede ich, ja. Also ostösterreichischer Dialekt. Man kann ja jetzt gar nicht so sagen, ich bin ja nicht aus Wien. Ich bin ja eigentlich aus Niederösterreich. Aber da redet man, wie man jetzt an mir hört, auch nicht so anders wie in Wien. Kennen uns schon seit ewig, vor ein Freund. Die haben gesagt, du bist gefährlich, nicht ganz dicht hätten's gemeint. Bist kein Leichter, das weiß ich, tragen die manchmal schwer. Aber alles, was du gehen kannst, ich steh sie dafür, bist einer. Und welche Speisen mögen Sie? Welche Speisen ich gerne mag? Ja. Ausschließlich vegetarisches Essen, weil ich nämlich kein Fleisch esse. Ich esse kein Fleisch, keine Wurst. Ich esse ja Eier und Käse, aber kein Fleisch, keine Wurst. Und deshalb esse ich alles gern, eigentlich bis auf Melanzani, die ich nicht so gern mag ich eigentlich jedes Gemüse in jeder Variation.
Kohlsprossen zum Beispiel sehr gern. Morgen wenig Leute, aber ich sehr gern. Also alle Gemüsespeise, juhu. Und welche Speisen mögen Sie nicht? Alles, was mit Fleisch zu tun hat, mag ich nicht. Weder sehen noch essen. Ich bin eine von diesen Hagelchen, die sich auch schwer tut, wenn jemand ein halbes Händel neben mir isst. Dann graust es mir ein bisschen. Weil dann denke ich mir, da liegt eine Leiche am Tisch und dann mag ich eigentlich nicht zuschauen, wie die gegessen wird. Also ich bin eine ziemliche... Also wenn das so verschiert ist, dann, man sieht es nicht so, dass das einmal ein Lebewesen war, dann stört es mich nicht. Aber wenn jemand neben mir einen ganzen Fisch isst oder ein halbes Händel oder irgendein Sauschädel oder ein Stötzen, dann wird es mir ziemlich weh. Also das mag ich gar nicht. Die Hackeltope Schicht, das ist ein Herzaufricht. Er kriegt nicht nur von mir und er kehrt Mühe nur mir. Er braucht keinen Applaus, er sagt nur, geh mal zu Haus. Ist sie satt an mir und will noch zwei Stunden wieder mehr, dann kühlt er mich an. Das war schon allweil so, aber so hört man nicht auf, weil so schnell gibt man nicht auf. Die Wind, die Bäume. Ja. Jetzt kommen wir zu deinen größten Ängsten. Okay. Also, was sind deine größten Ängste? Ich hatte bis vor kurzem, so 2-3 Jahren, richtig arge Flugangst. Also ich habe wirklich ganz arg Angst beim Fliegen gehabt. Mir hat es ganz arg geschreckt, wenn nur die Stewardess durch den Gang durchgegangen ist und ein bisschen fester auftreten ist, habe ich schon geglaubt, wir stürzen ab. Also es war wirklich ganz schlimm. Dann habe ich aber für mich beschlossen, dass ich das nicht haben mag, weil mich das stört. Und dann habe ich so lange mit mir überlegt, warum ich mich da fürchte, dass ich plötzlich eigentlich jetzt überhaupt keine Angst mehr habe vom Fliegen, weil ich draufgekommen bin, dass die größte Angst, die ich habe, die ist, die viele Leute haben, nämlich irgendwie grauslich zu sterben. Deshalb habe ich Angst gehabt vom Fliegen, weil man gedacht hat, naja, also wenn da jetzt was passiert, dann ist es vorbei mit mir. Und aus diesem Grunde habe ich Flugangst gehabt. Und wenn man jetzt aber das Gefühl hat, nein, was soll es sein und wann ist es eh vorbei, dann kann man auch die Angst besiegen. Also ich versuche als mein Lebensziel, keine Angst zu haben. Und ich glaube, ich bin auf ganz gutem Weg. Also ich fürchte mich nicht vor Spinnen, ich fürchte mich nicht vor Höhe, ich fürchte mich nicht vor Enge, ich fürchte mich nicht vor der Dunkelheit. Das habe ich mir alles gefürchtet, als Kind oder Jugendliche. Und da versuche ich ganz stark dagegen zu kämpfen, weil Angst behindert. Das möchte ich nicht haben. Das ist der Feind. Genau, das ist sicher auch so. Und es ist schwer daran zu arbeiten, aber das ist für mich so ein Lebensziel, dass man sagt, wie schon der Hansi Lang gesagt hat, keine Angst. Connection, a video phone, a hand kino center mit Büdern Plafon, Quant vom Designer, Akkorden statt Geld, Afterwork Clubbing, das gibt's bei mir nicht. Er braucht Bluetooth und was ist Darkwave? Und wieso ist der Oliver ein Knocker der Schein? Für was braucht man Sneakers? Für was sind die gut? Ist das aus Thailand? Guten Tag, mein Name ist Sonja Diedershagen. Willkommen bei Media und More. Und wo sind Sie aufgewachsen? Ich bin geboren in Hamburg an der Donau. Das ist eine Stadt, die ganz an der Grenze ist zu Slowakei, zu Pressburg, zu Bratislava.
Da bin ich geboren und bin aufgewachsen und bin dann mit meinen Eltern, weil mein Papa ist Bierbrauer, also der hat gelernt, Bier zu machen, sind wir nach Schwechat gezogen, weil dort eine große Brauerei ist. Dort bin ich dann in die Schule gegangen, dann bin ich nach Baden gezogen, weil ich dort im Internat war, im Internat 5 Jahre lang, weil ich dort sein musste, weil meine Schulausbildung das verlangt hat. Ich bin Sozialpädagogin, habe das Bundesinstitut für Sozialpädagogik absolviert in Baden und bin dann nach meiner Matura zurück nach Schwechat, von den Eltern ausgezogen, habe dann in Rannersdorf gewohnt. Ich brauch nicht wissen, wer da geht. Sie schirme von hinten noch. Zu oft und viel zu viel. Was wir als da haben miteinander. Wo du jetzt bist, kann ich nicht hin. A happy end gibt's nur in Hollywood. Und vielleicht grad in Berlin. Aber sicher nicht in Rannersdorf. Und auch ganz sicher nicht in Wien. Einmal nur lachen mit dir. Einmal nur mit dir, mit dir, mit dir, mit dir. Und bin, nachdem ich dann studiert habe und gesungen habe und viel in Wien gemacht habe und lange Jahre beim Verein Balance gearbeitet habe, in der Behindertenbetreuung, damals noch so schön genannt, und ich dann bei der Caritas gearbeitet habe, in Niederösterreich, bin ich dann 2006 komplett aus dem Bereich ausgestiegen, sing seitdem nur mehr und bin zu meinem 40. Geburtstag, der war vor 2 Jahren, ja, so alt bin ich schon, bin ich nach Neusiedl am See gezogen, weil ich mir gedacht habe, ich möchte die hoffentlich nächsten 40 Jahre meines Lebens dort verbringen, wo es schön ist. Und in Neusiedl ist es sehr schön. Darum wohne ich jetzt in Neusiedl. Das heißt, ich bin aufgewachsen in Heimburg, das liegt circa da, dann war ich in Schwechat und jetzt bin ich in Neusiedl. Das heißt, ich habe das Dreieck vollendet und fühle mich eigentlich jetzt recht wohl. Eine große Reise. Eine große Reise, richtig. Und immer wieder keine Angst gehabt, umzuziehen und woanders hinzuziehen, wenn man das taugt. Mir wird es schnell fad, wenn ich immer am selben Platz bin. Moment, ja, ja. Jetzt schaue ich am Spickzettel. Bitte gerne. Ein jetzt kommt eine schöne Frage. Eine okay. Schöne Frage. Waren Sie mal auf Urlaub gewesen? Selbstverständlich. Das ist wirklich eine schöne Frage, denn über den Urlaub spricht man doch gern. Und ich war eigentlich mein ganzes Leben sehr viel auf Urlaub. Also ich bin jemand, der tatsächlich so 2-3 Mal im Jahr wegfährt. Ich mag das gern. Ich bin jetzt nicht die Weitreisende. Also das Weiteste, was ich war, war Amerika. Aber sonst bin ich eigentlich die meiste Zeit in Europa unterwegs. Ich fahre sehr gerne nach Griechenland, war dort, glaube ich, inselmäßig schon überall, wo man irgendwie hinrudern kann, also wo man hinfahren kann. Ich bin sehr gerne in Griechenland, ich bin viel und gerne in Kroatien. Als Kind war ich sehr viel in Italien mit meinen Eltern. Ich war aber auch schon in England und in Irland und ich war in Polen und ich war in Norwegen und ich war in Schweden und ich war in Finnland und
Ich war in Spanien, in Frankreich war ich noch nie, das hat mich noch nie so interessiert. Aber sonst war ich eigentlich, ich war in Tschechien, ich war in Ungarn, da war ich überall schon. Also ich fahre sehr gerne und viel auf Urlaub und bin eine, die gern wandern geht, gern schwimmen geht, gern stundenlang liest, gerne sich Städte anschaut. Also ich habe die besten Voraussetzungen für Urlaub, weil ich fange mir überall was Gutes an. Und was haben Sie im Urlaub alles erlebt? Sehr viel, weil ich ja ganz viel in Urlaub bin, von Skifahren über Reisen, über Orte anschauen. Also ich erlebe sehr viel im Urlaub. Ich mag es am liebsten, wenn man wo länger ist, dass man dort auch die Leute kennenlernt, die dort wohnen. Das ist mir sehr wichtig, weil ich sonst das Gefühl habe, ich bin zwar in einem anderen Land, aber ich verstehe nicht, wie es dort ist. Darum ist es mir immer sehr wichtig, dass ich nicht dorthin gehe, wo steht, hallo Urlauber, kommt bitte rein, sondern ich gehe gern dorthin, wo ich mir denke, was ist denn da los? Das kenne ich noch gar nicht, die verstehe ich alle nicht, die Leute, und da schaut es ganz gruselig aus. Dort gehe ich dann hin. Also dort interessiert es mich und dort schaue ich mir was an. Also ich war in New York zum Beispiel. Obwohl mir alle gesagt haben, dort soll ich nicht hingehen, in eine gefährliche Gegend, weil dort viele Jazzlokale waren, weil ich mir auch gerne Musik anhöre, die gemacht wird. Und da habe ich mich dann kurz gefürcht, weil da bin ich dann plötzlich aus dem Lokal rausgegangen und draußen waren dann plötzlich keine Taxis mehr, so wie zuerst, und es waren keine Geschäfte mehr, so wie zuerst, sondern es waren überall die Rollbalken unten. Und dann habe ich irgendwie Menschen gesehen, wie in Filmen, die mit Betonnen, mit gefährlichen Hunden gestanden sind und irgendwie Menschen angequatscht haben, da habe ich mich kurz gefürcht. Aber auch da habe ich es geschafft, meine Angst zu überwinden und jemanden anzureden, der mir dann ein Taxi gerufen hat, und dann bin ich nach Hause gefahren. Also das war so die spannendste Geschichte, die mir jetzt spontan einfällt, von Reisen und Urlaub. Jetzt kommen wir wieder zur Musik. Mit welchem Musiker? Mit welchem Musiker bist du aufgetreten? Mit ganz vielen Musikern bin ich aufgetreten, weil ich jetzt schon so lange Musik mache. Bin ich mit sehr vielen Musikern aufgetreten. Das Letzte, was ich gemacht habe, die man vielleicht auch dann gleich kennt, also quasi wesentlich berühmter als ich, ist die Frau Christina Stürmer zum Beispiel, mit der ich auf der letzten Platte ein Lied gemeinsam gesungen habe und wo ich auch ein Lied geschrieben habe, vom Text her mit ihr gemeinsam. Stehst auf Food, geh und feiern und trinkst da gern zu. Nur wie zwei Getränke, wenn du kannst. Du streitst gern und rockst ab. Gibst an jeden das Gefühl, dass du wütend bist und fest bist, zum Fürchten und so, allein Wille Bobski war noch deiner Fassung. Tag und Nacht im Bademantel, das war ein Mensch, wie wir anziehen müssen, hervorragend. Also das ist jetzt von meiner Seite aus. Sie kennt mir nicht so lang, aber... Kenner nun schon seit ewig vor ein Freund. Die haben gesagt, du bist gefährlich, nicht ganz dicht hätt's gemeint. Bist kein Leuchter, das weiß ich, trag an dir manchmal schwer. Was, du kennst dich? Wann die alle Leute ganz anders sehen. Dann habe ich auf der letzten Platte von Wolfgang Ambros gesungen, den ganzen Background, also das, was man hinten hört, die, was da hinten singen, das war dann ich. Dann bin ich aufgetreten lange Jahre auch mit dem Hansi Lang, der 2008 gestorben ist, mit dem war ich viel unterwegs.
Dame in dein Leben, da musst du sowieso stellen und mit dir rumspülen. Er ist das Spiel. Komm, mach mal an, tu, dass uns niemand sieht. Hey, komm, mach mal an, tu, dass uns niemand sieht. Dann bin ich aufgetreten mit dem Gerd Steinbecker, das ist einer von den STS, nämlich der mit dem Walross-Bartl, richtig? Mit dem habe ich auch auf der letzten Platte damals gesungen. Dann bin ich aufgetreten, ganz am Anfang, wie ich so auf großen Bühnen aufgetreten bin, bin ich aufgetreten mit dem Ospankurti in Willi Resetaritz. Da war ich ganz viele Jahre auf Tour mit dem. Also bin viel in der Weltgeschichte in Österreich umgefahren. Du warst so gern so viel für dich. Jetzt hör schon auf. Leg an euch ein Platten auf. Du sogar Bohnenastronaut. Wie fühlst du dich auf die Goschen hat? Weil ich weiß, du kriegst ja eh und immer schon von mir. Mit dem Manuel Ortega habe ich gesungen. Mit den Alkbottel habe ich gesungen. Mit den Remasuris habe ich gesungen, also auch sehr viele Leute, die man vielleicht im ersten Moment nicht kennt. Mit den 5-8er in Ehren bin ich aufgetreten. Also ganz, ganz, ganz viele Leute, mit denen ich zusammenarbeite, weil ich gern, so wie ich gern in verschiedene Länder fahre, habe ich auch gern Kontakt zu sehr vielen Musikern, weil man da am besten was lernt auch und man sich entwickelt und was Neues machen kann, wenn man mit Musikern zusammenarbeitet, die ein bisschen anders Musik machen. Da kriegt man sicher verschiedenste Einflüsse. Musikrichtungen und genau, das ist das Spannendste, weil Musik machen alleine ist fad. Man kann sich zwar mit seinem Computer daheim im Wohnzimmer hinsetzen und irgendwie musizieren, das geht, aber mit der Zeit wird es fad. Und Musik lebt davon, dass man es mit anderen Leuten macht. Und wenn das Leute sind, die mehr Erfahrung haben als man selber, dann lernt man natürlich total viel. Ja, und selber kann man auch seine Erfahrungen. Genau, und die freuen sich natürlich, weil die, genau, die laden mich ja natürlich auch ein, dass ich mit ihnen musiziere, weil die natürlich von mir auch was lernen. Ne? Weil es gibt sehr wenig Frauen in der Musik, darum freuen sich alle immer, wenn ich Zeit habe und wenn ich was mit ihnen mache, weil das natürlich auch was anderes macht. Ja? Und dann bin ich auch jemand, der genau in dem Alter ist, dass ich mit den Alten, ja, also Ambros, Ospan, Steinbecker, irgendwie reden kann, weil ich noch verstehe, was die meinen, sage ich jetzt einmal einfach gesagt. Ich kann aber auch mit den Jungen, weil ich da genau irgendwie dazwischen bin. Und das ist eine Lage, die ich sehr genieße und die also eigentlich sehr gut ist. Ich verstehe noch, was genau. Ich verstehe noch, was der Austropop früher gemacht hat, aber ich verstehe auch, was die jetzt meinen, die mit dem Austropop nichts mehr zu tun haben wollen. Also ich sitze da zwischen den Stühlen, empfinde das aber, haben wir es da gut eingerichtet, empfinde es da als sehr kreativ. Mir ist kalt, ich hab Angst und ich spüre nichts mehr. Es ist klar, dass das an jedem passieren kann. Es ist klar, dass du tun darfst, was du willst. Aber jetzt gerade, wo ich dich entschuldige, liegst bei der anderen und ich weiß, was ich zwar tut. Bringt mir irgendwer Achter, sagt es nicht, wie ich schon drauf bin. Keiner weiß, wo es angeht, er hat mir auf den Bock gestellt. Ich weiß nicht, wie ich das noch da rede. Bringt mir irgendwer Achter, sagt es nicht, wie ich schon drauf bin. Ich bin immer ich selber. Ich steh vor wieder nehm und ich hab das Gefühl, er macht dich so mich schön. Ja, genau. Ja, genau. Aber wie sollte man Leute mit besonderen Bedürfnissen oder behinderte Menschen in Medien darstellen? So wie sie sind. Ja. Das ist meine Meinung. Ja, ich bin die Milita Riegler. Herzlich willkommen bei Media und More. Jetzt habe ich wieder am Spickzettel. Ich bitte darum. Das ist auch
eine gute Frage. Gott sei Dank. Wann haben Sie Geburtstag? Ich habe Geburtstag am 14. Mai 1971 wurde ich geboren. Also ich bin ein Stier im Sternzeichen und teile meinen Geburtstag mit so tollen Menschen wie Sigi Maron, der auch am 14. Mai Geburtstag hat, und Hans Orsulitsch, das war ein berühmter Boxer. Der hat auch am 14. Mai Geburtstag wie ich und machen auch beide Musik. Also es ist ein gutes Geburtsdatum, der 14. Mai. Und welche Instrumente spielen Sie? Eigentlich ernstzunehmend keines. Ich kann Gitarre spielen, habe das auch gelernt, würde mich aber im Leben nicht mit einer Gitarre auf eine Bühne stellen, weil ich das nicht so gut kann wie alle sogar schlechten Gitarristen, die ich kenne. Ich habe gelernt, ein bisschen Klavier zu spielen, das kann ich aber eigentlich noch schlechter. Und das Einzige, was ich vielleicht halbwegs gut konnte, ich weiß nicht, ob ihr es jetzt noch kennt, ist leider für die Musik, die ich mache und für das, dass ich ja hauptsächlich singen will, ein denkbar ungeeignetes Instrument, das ist nämlich die Blockflöte. Also eine Blockflöte bei einem Popkonzert mit einer Sängerin wäre vielleicht mal was Neues. Ja. Interessiert mich jetzt aber nicht so. Ist jetzt nicht so ein schönes Instrument. Also für meine Ohren. Also dem stört es beim Singen, wenn man die Flöte im Mund hat die ganze Zeit. Und rascheln kann ich mit irgendwelchen Sachen, das kann ich auch noch. Wenn das als Instrument durchgeht. Was wünschst du dir in Zukunft? Musikalisch gesehen wünsche ich mir, dass ich weiterhin so viele tolle Leute kennenlerne und noch immer kenne, mit denen ich musizieren kann. Dann wünsche ich mir, dass ich dabei auch so viel Anerkennung in Geldgeschichten bekomme, dass ich davon leben kann. Und ich wünsche mir, dass Leute noch viel mehr auf Konzerte kommen, weil das momentan so ist, dass viele Leute nicht mehr auf Konzerte gehen. Und ich wünsche mir, dass Musik, die aus Österreich kommt, mehr im Radio und im Fernsehen gespielt wird. Das ist mein Oberwunsch. Oberwunsch? Ja. Stehst auf Furt, geh und fähr und trinkst da gern zu viel. Du streitst gern und rockst da, gibst dann jedem das Gefühl, dass du wild bist und bess bist, zum Fürchten und so. Allein will ein Boss gehen, war doch deiner. Kennen uns schon seit ewig, vor ein Freund, die haben gesagt, du bist gefährlich, nicht ganz dicht hätten's gemeint, bist kein Leichter, das weiß ich, tragen die manchmal schwer, aber all das, was du geben kannst, das steht sie dafür. Bist einer von die Guten, von die ganz, ganz Guten, auch wenn die alle Leute ganz anders sehen. Bist einer von die Lieben, von die wirklich Lieben. Und wichtige Frage, kennst du den Roland Dürringer? Ja, ich kenne den Roland Dürringer, weil ich mit dem Roland
2009 eine TV-Serie gemacht habe, weil ich mitgespielt habe und auch für die Musik hauptverantwortlich war, nämlich Der wilde Gärtner. Ist eine ORF-TV-Serie gewesen, wo wir einen in Rollen, also ich habe die Schwester gespielt vom Roland Thüringer, einen Garten übers Jahr gepflanzt, gepflegt, verwildern haben lassen und geschaut haben, wie man den Paradeiser großzieht, wie man den Rasen gescheit mäht und wie man schaut, was das so mit einem tut im Garten. Also ich habe mit dem Roland ein ganzes Jahr verbracht eigentlich, weil wir da ein ganzes Jahr lang, immer so 2 Wochen lang in seinem richtigen Garten in Niederösterreich gedreht haben. Und weil wir da viel Zeit miteinander verbracht haben, darum kenne ich den Roland Thüringer gut. Ja, der Baum ist halt nicht ausgegangen, nicht? Aber auch wurscht. Das machen wir eine nächste Folge, erinnert sich ja nichts davon. Es ist mir gar nicht wichtig, was Sie so im Garten machen, sondern was Ihr Garten noch Sinn macht. Nicht vergessen. Nicht? Bist du eine Stunde glücklich, sei dann so die Arme. Bist du auch doch glücklich, sei, reiß ein gescheites Fistel ab. Bist du ein Jahr lang glücklich, sei, dann heirat eine schöne Frau. Bist du ein Leben lang glücklich, sei, schaff dir einen Garten an. Schaff dir einen Garten an. Du hast immer was zu tun. Schaff dir einen Garten an. Schafft er an Garten an, mit Blumen, Zechen und mit Fuhr. Schafft er an Garten an, schafft er an Garten an, schafft er an Garten an. Übrigens, unsere Kontaktmail ist hier. Anregungen und Aufregungen bitte an diese Mail. Wir freuen uns über jede Post. Noch eine wichtige Frage. Kennst du Gernot Kullis? Nur vom Radio. Ich habe ihn weder in einem Kabarettprogramm noch gesehen, noch kenne ich ihn persönlich. Gernot Kullis ist mir ausschließlich als Radiokonsumentin bekannt. Sonst kenne ich ihn nicht. Okay. Und jetzt gehen wir wieder zur Musik. Ja. Und warum singen Sie im Dialekt? Eigentlich aus dem Grund, weil ich im Dialekt träume und denke. Und meistens auch spreche. Und deshalb ist das meine Sprache. Und weil ich selber fast immer die Texte schreibe, ist es die Sprache, die er mir am besten ausdrücken kann. Also ich könnte auf Englisch schreiben, das wäre dann halt eine niederösterreichische Dialektsängerin, die englische Texte schreibt, und dadurch wäre das nicht mehr genau das, wer ich bin. Und deshalb schreibe ich im Dialekt. Und außerdem, richtig, meine Herangehensweise an Musik ist, das schöne Wort authentisch, dass man etwas tut, was man empfindet, spürt, denkt, träumt, und das kann ich nur im Dialekt. Und ich bin ja jetzt, wenn ich mit dir die Fragen beantworte oder wenn ich mit jemandem auf der Straße rede oder wenn ich auf der Bühne stehe, immer dieselbe Person, und ich bin die, die Dialekt spricht, also muss ich auch im Dialekt singen, sonst war das ein bisschen eigenartig. Ich habe in anderen Sprachen schon gesungen, ich war heuer drei Konzerte lang mit einer türkischen Band unterwegs, wo ich auch türkisch gesungen habe. Ich habe mit dem Patrick, mit dem ich beim Wilden Gärtner gespielt habe, auch in Lingala gesungen. Das ist die Sprache, die man im Kongo spricht. Ich habe auf Englisch gesungen. Das heißt, ich kann zwar in anderen Sprachen singen, aber wenn ich meine Gefühle ausdrücken muss, dann muss das in meiner Sprache sein, und meine Sprache ist der Dialekt, und deshalb singe ich im Dialekt. Außerdem ist er schön zum Singen. Yeah. Bitte die Tanzanlage nicht stören von dem Herrn. Es ist schon spät heute und irgendwas Böses schleicht da durch die Nacht. Und dann sieh
die Wurfen geht auf voll auf 180. Du wirst erschreien, aber dir verschlagt die Red von lauter Zittern. Wenn's da zu frieren, die Späße schaut da direkt in die Augen. Du willst das nicht glauben. Wir gehen wieder zur Musik. Und zwar habe ich eine Frage. Warum haben Sie laut geschrieben? Das Album Laut ist mittlerweile schon recht lange her und war eigentlich dann das Ergebnis eines Liedes, das ich geschrieben habe. In dem Lied geht es darum, dass ich besinge, dass ich ein sehr lauter Mensch bin, das weiß ich, weil man lernt sich selber dann schon kennen nach ein paar Jahren. Und dass ich mit dieser Art, die ich habe, dass ich sehr laut bin, dass ich sehr schnell einen Raum niedermache, indem ich rede oder du, sehr vielen Leuten auch oft Platz wegnehme in meiner Art, ich mich da zurücknehmen muss, ich das alles versuche, ich meine Stärken und Schwächen kenne dadurch, dass ich so laut bin, habe ich ein Lied geschrieben, wo ich mich selber bekenne, dass ich sage, ich bin so. Ich weiß, dass das eine gute Eigenschaft ist, dass ich damit aber auch manchmal Schwierigkeiten habe, weil es oft besser ist, die Klappe zu halten und nicht gleich zu sagen, was man sich denkt, sich zuerst zu überlegen, wie kann ich das dann so angehen, dass ich das kriege, was ich will. Da ist das auch oft schwierig, wenn man laut ist, weil ich überlege mir das nicht, dass ich kriege, was ich will, sondern ich sage, was ich mir denke. Das ist manchmal recht günstig. Und manchmal recht schlecht. Und beides, das Günstige und das Schlechte, nehme ich gern. Das heißt, ich weiß, dass ich so bin. Und ich glaube, dass Leute braucht auf dieser Welt, die sehr leise sind. Und ich glaube, dass Leute in dieser Welt gibt, die sehr laut sind. Und ich glaube, dass wir gerade in einer Zeit leben, wo es sehr wichtig ist, dass es laute Frauen gibt. Und deshalb habe ich auch das ganze Album so betitelt, weil ich ja Denk heiße und die Band so heißt. Ist natürlich ein schönes Wortspiel, wenn man sagt, denk laut. Wo ich auch dazu aufrufe, dass man sich nicht immer nur Sachen denken soll, sondern auch die Leute daran teilhaben soll, was man sich denkt. Und das war so damals die Idee des ganzen Albums, der ganzen CD und ist auch jetzt noch ein bisschen etwas, was noch nicht vorbei ist, sondern wo ich mir auch noch immer sehr viel Gedanken drüber mache. Habe ich noch. Ja. Wieso singen Sie das nicht Englisch? Weil ich nicht in Englisch denke und weil ich auch verstanden werden will. Und wenn ich Musik in Österreich mache für Menschen, die hier leben, dann möchte ich, dass mich die verstehen und die verstehen mich nicht, wenn ich Englisch singe. Ich kenne niemanden, selbst Leute, die mit mir in Englisch maturiert haben, der so gut Englisch kann, dass er komplizierte Texte in Englisch gut verstehen kann. Und ich merke es immer wieder, wenn ich zum Beispiel bei Bandwettbewerben in der Jury bin, und da spielt eine Band und die singen Englisch, dann gehen die Hälfte der Leute, die nicht gerade Freunde sind von denen, nach dem zweiten Lied raus und holen sich a Cola oder a Bier. Sobald das Leute sind, die da oben Deutsch singen, bleiben die Leute stehen und hören sich's weiter an, auch wenn sie nicht wissen, wer die Band ist, weil man dann neugierig ist, was mir die zu erzählen haben. Das heißt, ich möchte verstanden werden und deshalb sehe ich auch meine Musik, die ich mache, nicht für etwas, wo ich sage, ich möchte weltberühmt sein und spiele in London, in Moskau und in Bratislava, sondern ich möchte in Österreich für Österreicher Musik machen.
Und deshalb spiele ich auch nur in Österreich und in Bayern, da verstehen wir uns auch ganz gut, und in Südtirol, weil ich sage, ich möchte für Leute, die hier sind, Musik machen. Das ist für mich die Grundgeschichte. Und die verstehen Deutsch und Dialekt besser als Englisch. Hier ist nicht der Tag, meine Herren. Genau. Mein Name ist Sonja Leder, ich bin die Mama von Marco. Herzlich willkommen bei Media & More. Also das waren meine Fragen und jetzt gehen wir weiter zu Zuschauern. Die haben auch Fragen. Okay. Schauen wir mal, ob sie Fragen haben. Ja. Ich würde gerne wissen, wie du drauf gekommen bist, dass du Musik, also dass du mit Musik mit den Leuten eben redest und wie du damit dadurch auch leben kannst, weil nicht jeder Musiker kann von dem, was er macht, leben. Ja. Das ergibt sich dann mit der Zeit. Also ich hab Musik gemacht und habe daneben normal gearbeitet. Normal gearbeitet meine ich mit in der Früh aufstehen, arbeiten gehen, am Nachmittag heimkommen und habe dann dazu Musik gemacht. Dann war es so, dass ich Gagen gekriegt habe, sprich für Konzerte Geld gekriegt habe, dass ich CDs aufgenommen habe, dass diese CDs auch verkauft worden sind und dann ist das immer mehr Geld geworden. Und dann war es so, dass ich das war für mich dann der wichtige Punkt, wo ich gesagt habe, so, jetzt mache ich nur Musik und das geht. Und es war dann so, dass ich im Beruf eigentlich immer mehr aufgestiegen bin. Ich habe überhaupt dann geleitet, bei der Caritas ein ganzes Wohnhaus. Das war immer mehr Verantwortung, Dienstplan, Zivildiener, Gruppengespräche. Ihr kennt das eh alles, ihr seid ja vom Fach in dem Sinn. Und daneben habe ich Musik gemacht und dann habe ich immer weniger Schlaf gekriegt und immer mehr Zeit in der Arbeit oder beim Singen verbracht. Und dann war mir bewusst, ich muss eines von den beiden aufhören, weil es geht sich einfach mit meiner Kraft und mit meiner Energie nicht mehr aus. Und so war es aber eine Zeit, weil ich habe ein Konzert gespielt in Gmünd und bin dann in der Nacht noch heimgefahren und bin in der Früh um 7 Uhr in der Caritas gestanden. Ja, und habe mir gedacht, hups, das wird jetzt irgendwie nicht mehr lustig. Und haben mir dann gedacht, okay, ich kann jetzt von der Musik eigentlich nicht alleine leben, aber ich gebe es mir, indem ich jetzt kündige oder eine einvernehmliche damals noch mir hole, damit ich eine Abfertigung kriege. Und nehme einfach diese Abfertigung als Sicherheit, wenn es mit der Musik doch nicht passt, dann habe ich noch ein bisschen Geld. Und wenn ich nach 2-3 Jahren merke, das funktioniert nicht, kann ich immer wieder zurückgehen in den Beruf, den ich gelernt habe, den ich auch gern habe und den ich gut kann. Ja? Und eigentlich war es dann so, dass ich draufgekommen bin, ab dem Moment, wo ich gesagt habe, ich mache nur mehr Musik, habe ich plötzlich so viel Zeit gehabt, dass noch viel mehr Angebote gekommen sind. Es haben viel mehr Leute noch gefragt, hey, du hast ja Zeit, das geht sich ja jetzt aus. Ich habe gewusst, das kann ich auch noch annehmen, weil ich muss nicht aufstehen in der Früh. Und plötzlich habe ich viel mehr Angebote noch gekriegt. Und eigentlich war es so, dass ich auf das Geld für die Abfertigung, die ich immer auf der Bank liegen habe,
nicht zurückgreifen musste. Also diese Sicherheit liegt noch immer. Ja. Und solange ich die nicht angreifen muss, ist so mein persönliches Ziel, solange ich dieses Geld nicht angreifen muss, mache ich weiter Musik und ab dem Zeitpunkt, wo ich sehe, ich muss das angreifen, mir taugt es nicht mehr, das wird mir zu stressig, wo kriege ich mein Geld her, gehe ich wieder zurück in meinen normalen Job und wir wissen ja alle, weil ihr ja auch alle vom Fach seid, da kann ich 45, 46, 47 auch noch alt sein, da kriege ich schon noch eine Arbeit in dem Bereich, weil ich lange Jahre in dem Bereich gearbeitet habe und weil ich eine Ausbildung habe. Und das ist schon eine Sicherheit, die mir die Freiheit gibt, auch nur Musik machen zu können. Genau. Also ich finde das super, dass du das dein Hobby zum Beruf gemacht hast, weil das machen nicht viele Leute. Ich glaube immer, man muss in einem Beruf bleiben und zack, immer noch aufpassen, dass man sich rausfliegt. Ja, nein, das ist auch sicher, wie man so ist als Person. Also es gibt sicher Leute, denen wäre das zu gefährlich. Ja? Und dann gibt es Leute so wie mir, die denken sich, ach was, ja? Schauen wir mal. Genau, schauen wir mal. Mit der Sicherheit, dass ich nicht dann irgendwelche Eltern, die bei mir eher kein Geld haben, ausschnurren müssen oder sonst was, sondern dass ich für mich selber die Möglichkeit habe, wenn es nicht läuft, wieder arbeiten gehen zu können und ein bisschen Geld im Hintergrund zu haben. Also das war mir schon wichtig. Also so dieser Hau drauf, wurscht, ja, war ich nicht. Ja, das war ich nicht. Genau. Und ich bin ja jemand, der nicht gern von anderen abhängig ist. Also ich wollte dann nicht sagen, na gut, wenn es nicht geht, dann rufe ich meine Mama und sage, Mama, zahl mir die Miete oder so. Sondern ich wollte immer selber, für mich selber sorgen. Ja, genau. Es ist gut, es ist gut, es ist gut, alles wird gut. Es ist gut, es ist gut, es ist gut. Oh, das wird gut. Oh, es ist gut, es ist gut, es ist gut. Oh, das wird gut. Oh, das wird gut. Das neue Album gibt's nächstes Jahr. 2014 werden wir durch die Wüste marschieren. Das Programm wird so heißen und das Album wird so heißen. Wüste? Ja, durch die Wüste, weil wir alle Phasen in unserem Leben kennen, wo man das Gefühl hat, jetzt geht's durch die Wüste. Sprich, ich weiß nicht, wo ist das Ziel, wo soll ich mich hinwenden, da gibt's jetzt gar keinen Weg, auf den ich mich halten soll. Mir geht das Trinken aus, eigentlich mag ich das gar nicht, aber ich weiß, da draußen gibt es irgendwo eine Oase oder vielleicht treffe ich Beduinen, die mir zeigen, wie ich da besser umgehen kann. Ich habe keinen Plan, richtig, und es ist heiß und ungemütlich. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass wir gerade in so einer Zeit leben, wo es ein bisschen durch die Wüste geht, wo man keinen Plan hat, wohin geht, man weiß irgendwie nur, alle sagen, der Klimawandel wird kommen, wir werden alle kein Geld mehr haben, überall wird gespart, keiner kennt sich mehr aus, irgendwie ist das ja ungemütlich und wer zeigt mir den Plan? Und irgendwie soll es in dem Album um dieses Thema gehen, mit allen Möglichkeiten, die es da gibt. Und am 15. November ist mein nächstes Konzert, da spielen wir, also in Wien, da spielen wir Metropol. Da spielen wir Metropol, da spielen wir aber mein anderes Programm, das ich gerade habe, das sich da nennt Birgit Denk und die Novaks. Weil da gab es ein ganz berühmtes Lied in den 50er Jahren, das hieß Aber der Novak lässt mich nicht verkommen. Das hat eine Frau Sissi Graner gesungen, gemeinsam mit ihrem Mann, den Hugo Wiener, wo sie damals in den 50er Jahren gesungen hat. Sie ist so froh, dass sie einen Mann hat, der sich um sie kümmert. Und das ist das Beste, was es gibt, dass man einen Mann hat, der sich um einen kümmert. Und in Wirklichkeit ist er aber total blöd, weil der sagt einem dann auch die ganze Zeit, was darf ich und was darf ich nicht. Und das will man sich dann eigentlich als Frau auch nicht sagen lassen, weil da darf man die ganzen spannenden Sachen nicht tun. Und ich habe das Gefühl, dass das heute auch noch so ist. Dass man oft Frauen kennenlernt. Ich kann es jetzt nur von Frauen sagen, vielleicht gibt es in anderen Bereichen auch, die sehr gerne haben, wenn ihnen jemand sagt, was sie tun sollen. Und sich dann aber beschweren, dass sie nichts tun dürfen. Und da muss man dann schon selber verantwortlich auch sein. Und deshalb haben wir diese ganzen 50er Jahre Lieder, die so alt daherkommen, weil, ich meine, 50er Jahre, das ist schon lang her, aber eigentlich noch sehr gut in unsere Zeit passen. Und die haben wir genommen und haben wir musikalisch so umgebastelt, dass das auch Menschen, die 2013, 2014, 2015 leben, anspricht musikalisch und nicht als alter Zopf daherkommt, sondern modern klingt. Und Lieder sind, die
die einem 2013 auch noch was sagen. Und da spielen wir am 15. November das nächste Mal im Wiener Metropol zum Beispiel. Entschuldige, wenn ich dich frage. Keine Entschuldigungen, fragenlos. Aber eine Frage ist ja offen. Bitte. Und ich möchte eine klare Antwort. Okay, ich werde mich bemühen, obwohl ich sehr klar antworte, glaube ich, bis jetzt. Ja. Ist es eine Ja-Nein-Frage oder kann ich mich rausreden? Schauen wir mal. Wie alt bist du eigentlich? Naja, man kann man ja rechnen, um Gottes Willen. Also, ich habe es sogar gesagt. Zweimal habe ich es gesagt. Ja, aber ich sag's gern nochmal. Ich bin 1971 geboren und habe zuerst, wo ich großes Augenrollen schon vom Interviewer gekriegt habe, gesagt, dass ich 40 Jahre alt war vor 2 Jahren. 40? 42. 42 bin ich. Ja, genau. Okay. Nur eins, das kann ich sagen. Mir wird's gut gehen, werd mich nicht viel blöd. Ich weiß, was gut ist, gut für mich. Ich hab meinen Rhythmus, meine Partie. Meine Karten sind nicht deine. Ich spiel dann aus, wann ich will. Ich weiß, was gut ist, gut für mich. Ich hab meinen Rhythmus, meine Partie. Meine Karten sind nicht deine. Ich spiel dann aus, wann ich Kohlsprossen zum Beispiel sehr gern. Morgen wenig Leute, aber ich sehr gern. Bussi an euch! Ja, genau. Ja, genau.